wir da gerne mal durch. Ey, du kommst da nicht rein. Ich komme nicht rein. Nee, du kommst da nicht rein. Aua, nein, ich will aber. Das ist der Endboss. Nein, tu mir nichts. Nee, du kommst da nicht rein. Nein. Ja, willkommen zurück zu unserem Gauntlet Let's Play. Die zwei Bekloppten sind wieder unterwegs, wie ihr unschwer gemerkt habt. Und wir sind kurz vor dem letzten Türchen. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Wahrscheinlich ein harter Boss, ne? Du kommst hier sowieso nicht rein. Ich will aber rein. Nein, dann lass mich da rein jetzt. Vor allem kommst du wirklich nicht rein, weil ich so doof bin. Doch, ich kann durch dich durchlaufen. Ach, schade. Ja, ja, und zwar so. Oh! Der brennende Tempel von Dur. Oh, Ivi, wo ist der letzte Wächter? War das letzte Bruchstück all die Jahre unbewacht? Es sei denn, ja, das muss es sein. Dies ist die letzte Prüfung. Meine Prüfung. Der Endboss. Ja, der ist schon zu schwach, das Schwert zu nehmen. Das Schwert vom Törfing in meinen Händen. Welchen Ärger es mir bereitet hat. Aber endlich ist es mein. Jetzt ganz lässig schultern, ne? Ich fühle mich dir zu Dank verpflichtet. Doch das Schwert fordert eine letzte Prüfung. Ein letztes Opfer. Nun, mit diesem Schwert in meinen Händen gebiete ich über die Macht des Gauntlet. Es muss nicht zu Ende. Oh, das sieht irgendwie scheiße aus hier. Ich bin schon tot, fast tot wieder mal. Oh, ich bin schon tot. Ich überlege gerade, ob man die Portale zerstören kann. Kann man nicht. Der Elf kehrt zurück. Okay, ich hätte da mal eine Krone. Ey, du! Du hättest da mal keine Krone, wolltest du sagen. Okay, also dem kann man keinen Schaden machen direkt. Was? Jetzt wie immer. Liegt es an mir? Es liegt an dir, ich bin ziemlich tot. Ach so. Wir haben keine Münzen. Das kann sehr schwer. Jetzt kann man hauen. Wenn das Schwert rumfliegt, kann man hauen. Ja? Ja. Okay, ein bisschen schwierig. Ah, schon besser. Ich kümmere mich mal ein bisschen um die Portale hier. Scheiß auf die Krone hier. Das ist der Endboss. Nein, meins. Verlierst du doch eh? Das Schwert hängt da hinten. Keule? Machst du da Keule? Hast du dich selber gefangen genommen? Was hab ich? Nee, nicht du. Ah ja, der hing da irgendwie so ein bisschen, ne? Ey, mein Fernseher möchte sich gerade ausschalten. Das ist unpraktisch. Ah, jetzt. Explodiert. Der du? Nee, ja. Der. Also ich beinahe, ja. Wie kriegen wir den denn dazu? Aua. Jetzt. Wo ist die Abbilder von ihm? Hey, das hätte ich essen können. Was, hey. Da war was zu essen? Ja. Weil ich habe so ein Spell, der wo der zwischendurch randomized mal Dingens fallen ist. Essen. Dumm ist übrigens auch, dass wir überhaupt keine Ladungen haben, also gar keine Tränke, ne? Lass mich nicht allein! Achtung, ich bin tot. Ah, dann sagst du ja. Oh, hä? So ganz habe ich den Bosskampf noch nicht kapiert. Was ist das mit diesen Kreisen da auf dem Boden? Das sind einfach nur Explosionen? Ja, dann nicht in die Kreise laufen. Dann. Du bist zurück! Super! Dann gibt's die Portale, logisch. Genau. Und jetzt, wenn der mit dem Schwert fertig ist. Ach, seine kleinen. Menge, genau. Die müssen wir töten. Das bringt Damage. Oder der da bringt Damage. Eigentlich ist es nur der da gewesen. Das sind Illusionen. Ach, brauchst du Hilfe von deinen Freunden? Oh. War nicht da. Oh nein, jetzt kommen die Dicken. Was für eine Dicken? ID da mit der Keule. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich hatte nämlich noch keinen. Ja, die kommen jetzt auch das erste Mal. Vorsicht, da steht ein N. Steht bestimmt für No. Bestimmt.
Und deine scheiß Krone, echt. Was denn? Musst du sowieso ausweichen, das war doch egal. Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht. Da. Es ist immer nur einer von den vielen. Echt toll. Ja. Prost! Entschuldigung, das tut mir leid. Das ist die Absicht. Aua! Ja, das kommt vor, ne? Das könnte einiges wert sein. Der haut jetzt. Scheiße, aua. Schwächlinge fallen. Doch nein! Du musst leben! Ich bin fast tot. Ja, ja, ich bin ja wieder da. Oh, sieh mal an! Ich lieg da mal. 3, 2, 1, raus da. Raus. Bin schon weg. Keine Angst. Ich muss nur mal irgendwie schauen, dass wir auch von diesen Magiern ein bisschen was erledigen. Ich hab gerade mir so ein bisschen vor die fetten Mobs hier gestellt. Boah, geht das ab hier? Ja, ohne ist das nicht. Ach toll, jetzt kommen die Dicken auch nochmal hier, die. Ja, ja, die habe ich ja sowieso gehasst, ne? Ja. Da oben ist noch einer. Boah. So, jetzt ist. Hier, der ist es. Ja. Das könnte einiges wert sein. Oha. Mehr Schätze. Ich bräuchte dich mal hier unten mehr. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin echt am Verhungern. Aua, Mann! Ich fall dir gleich in den Ohren. Genau den wollte ich haben. Scheiße, Achtung, Achtung, Achtung! Nein! Ja, ja, ist gut. Oh, puh, wir hatten noch Münzen, oder wie? Tor, du bist zurück! Super! Oh, oh. Wo ist der? Da. Hier oben. Ja, ich komme schon sofort wieder. Oh, das glänzt. Oh, ich habe jetzt mal alles ignoriert an. Ich auch. Nein! Nein! Boah! Kurz vorm Ende. Afu, den hat man schon weit unten, ja. Okay, aber jetzt wissen wir, wie es geht. Theoretisch. Oh, verdammt! Boah. Gemein. Echt jetzt? Gut, nochmal. Here we go. Here we go. Game. Yeah. Ah, wir sind direkt wieder drin. Ja, ja, komm. Kannst du das skippen? Haben wir schon mal gehabt. So. Ich hoffe, bei dir ist es auch geskippt. Mit Start. Well, ja. Links, links, links. Das könnte einiges. Bist doch. Macht mir aber auch mittlerweile echt viel zu viel Spaß, dir die Kronen zu klauen. Ja, das merke ich gar nicht. Jetzt gibt der los, Guell. So, einmal durch die Boden metzeln. Ab ihn. Da in der Mitte, okay. Ich glaube, wenn man da einen richtigen Schaden drauf gebracht hat, also man kann pro Phase nur eine maximale Menge an Schaden auf ihn bringen.
Ja, ich weiß. Das ist quasi vorgegeben, wie viele Phasen es gibt. Weil jetzt, als wir dem irgendwie ein bisschen Schaden reingebrezelt haben, waren ja die anderen auch auf einmal alle verschwunden. Ja, ja, das ist... Ist also insofern, wir kommen gar nicht drum rum, selbst wenn wir richtig Schaden draufbringen. Dass wir da, keine Ahnung, 5-6 Phasen durchmachen müssen. Wir müssen einiges an Phasen durchmachen. Du hast ja gemerkt, am Ende der Phasen kam ja auch immer noch hier die komischen Mobs dazu. Wie die Kotlets, ja, weißt genau. Ich hab's vergessen, wie sie heißen. Wo ist er? Da unten. Gut. Hör auf mich zu hauen, du Arsch. Boah. Dieser scheiß Magier da immer. Oh oh. Das war gemein. Aua, verdammt, ich bin gleich tot, Achtung. Vito. Wow. Da sind sie wieder. Da ist es, ich hab ihn gerade, den ersten. Das ging gut. Wow. Wow. Bitte. Was? Och komm, ich war doch draußen. Ja, naja, der hat um diesen Kreis noch ein ganz kleines Dings, was noch mehr drumherum geht. Also ja, ne? Irgendwie auch. Scheint noch so ein bisschen den AOE nochmal zu vergrößern, ne? Ja, das ist minimal, aber das ist ein bisschen was. Ich hänge. Die Dickies hier, die sind schon ganz schön heftig. Hui! Am besten in die eigenen Kreise locken. Ja, ja, am besten ist halt auch immer so schwierig. Wow. Da ist er. Uiuiui, uiuiui. Achtung! Wo ist denn der Magier dazu? Da unten. Da unten. Sind zwei Stück sogar. Einen hatte ich schon, aber den dritten noch nicht. Aua! Oh oh. Okay, ich versuche mich mal ein bisschen am Leben zu halten. Und dann, blöd, Mann, sagt er. Ja. Und stirbt in dem Moment selbst. Hey, nein! Boah. Boah. Alter, geht das gerade ab hier? Ja, ohne ist das nicht. Wo ist er? Ich hab ihn noch nicht. Da unten, der müsste dann ja sein. Ne, wo? Hä? Da unten, da rechts, der Scheiße. Ach, das war jetzt eine Nullnummer. Nein! Das könnte einiges wert sein. Boah, diese Magier, wo sind sie? Da unten steht noch einer. Ich würde all mein Gold für einen Spartakel erheben. Nein, jetzt geht das wieder los. Ich bin schon wieder tot. Die letzte Münze. Na toll, scheiße. Mhm. Achtung, Magier. Das ist insofern mit der Münze nicht schlimm, wenn wir nicht gleichzeitig sterben, aber das sieht gerade so aus, als würden wir das. Ich hab'n. Hier oben ist er beim Schwert. Bin tot. Scheiße. Nicht sterben? Ja. Nicht sterben! Da sitzt er! Ja, jetzt ist. Wir dürfen nochmal wieder von vorne anfangen, glaube ich. Na komm, mach. Was? Wieso bin ich jetzt gestorben? Hey, wegen dem Kreis oben drüber. Ach so, den Explosionskreis. Ja. Puh. Okay, wir müssen also am Anfang vor allen Dingen echt schauen, dass man. Am Anfang ist es noch relativ easy. Mhm. Wir sollten vielleicht versuchen, mehr beieinander zu sein.
Das ja, nicht, es ist häufig so unübersichtlich, weil der eine oben im Bildschirm ist und der andere unten. Ja, aber ich sag mal, dann zentrieren die auch ihre kompletten Angriffe auf uns, ne? Ja, das ist auch wieder wahr. Aber so ganz entgegengesetzt sollte man halt auch nicht sein. Na, müssen wir mal sehen. Das wird jetzt gleich irgendwie... Schwierig. Das ist echt schwierig. Nicht ohne. Bist du da? Moment. Ich bin nicht in der Lobby auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt alleine. Da musst du mich nochmal wieder einladen. Dann mach ich mal zurück zum Portal. Ja, der Sunny ist irgendwie weg. Wie kriege ich denn dich jetzt hier wieder reingeladen? Shift F1. Ja, Shift Tab, aber. Oder Shift Tab? Nee, da geht's jetzt auch nicht. Ich, das machen wir gerade nochmal frisch sozusagen. Wir machen einen kurzen Cut, sehen uns gleich wieder. Jo, weiter geht's. Sunny hat wieder ein Spiel gefunden und wir haben eine Aufgabe zu erledigen, ne? Ja, ja. Kein irgendwie Alkohol am Steuer ist der Tipp. Wenn alle Spieler gleichzeitig tot sind und es keine Schädel mehr Münzen mehr gibt, ist das Spiel vorbei. Ah! Wo ist der letzte Wächter? Haben wir gar nicht gewusst bisher, ne? Das erklärt uns doch einiges. Alter, finde ich, sehe mich manchmal gar nicht vor lauter. Raus! Ja, zu spät. Und jetzt? Hab ich mich auch gerade gefahren. Da kommt neue. Also das ist gar nicht so. Oh, ich bin ja toll heute. Das ist gar nicht so gut, so nah am Portal zu stehen. Nein. Weil da kommen ja auch diese Fernkämpfer raus und die rätseln einem ganz schön einen rein. Das da zum Beispiel. Wow! Oh. Ja, super, wenn du da einmal drin bist. Da hier oben ist er. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Der letzte. Boah. Du Schlampe. Ist das alles? Gibt es einen Nachschlag? Da lag Futter. Warum kommt manchmal Futter? Weil der das immer fallen lässt am Ende. Das haben wir dann aber irgendwie oft übersehen. Oder hast du das immer gefressen? Nee, das haben wir oft zerstört. Ja. Du wahrscheinlich. Boah, ist das übel. Du bist übrigens Geisterform. Wow. Wenn ich das gerade richtig sehe, haben wir jetzt schon keine Münzen mehr. Tot. Danke für die Krone. Hey, willkommen zurück, Tor. Bitte, gern geschehen. Ah, scheiße, jetzt hat der das Essen zerstört, die Schweine. Ich bin echt am Verhungern. Ja, das mit dem Essen müssten wir echt noch hinkriegen, dass wir das uns schnappen. Oh, diese Magier! Ich bin am Verhungern. Aua, Moment. Ja, Moment ist gut. Ja, 8 Sekunden noch. Ja, das heißt aber, wir haben jetzt schon keine Münzen mehr, ne? Ja. Könnte also interessant werden. Interessant ist gut. Hau drauf, hau drauf. Ja, hau drauf ist gut. Ich muss erstmal weglaufen vor diesen orangenen... Wo ist er? Oben. Oder? Komm, lass mich. Oh, oh, Achtung. Zurück kann's bleiben. Nein, jetzt kommen wieder die Oschis. Ey, sag mal. Eins. Hast du das gesehen? Fürchte mich hier, Bestien und Dämonen. Aua, Achtung, jetzt kommt er wieder. Ich sehe mich schon selbst nicht mehr. Hier ist er.
Beim Schwert direkt. Scheiße. Komm nicht raus. Na, ich bin wohl down. Ah ne, Glück gehabt. Das glänzt. Gab's eigentlich wieder keinen? Scheiße. Naja, wieder die Gegner zerstört. Boah, ist das, ist ein bisschen viel hier gerade. Erstmal auf die Magier, ja, bitte. Ja, ich mach die Magier. Ich bin echt am Verhungern. Guter Schuss. Verdammt, mein Skill war nicht ready. Achtung, kommt wieder. Boah, ich hab das Schwert wieder hinter mir. Hab ihn. Da oben. Ja, ich hab leider Gott, auch so ein paar Große an der Backe. Das ist echt der Hammer, Tor. Ich bin am Verhungern. Wo ist denn mal was zu fressen? Kommt wieder nichts. Gibt's nicht immer. Oh, Backe, aber wir haben wieder zwei Schädelmünzen. Also wir können wieder sterben. Ja, stimmt. Gott sei Dank gibt es sie wieder öfter mal zwischendurch. Ja, ich bin da mal, ne? Ja, ja, lass dir Aua Zeit. Der Elf kehrt zurück. Vergeude deine Armseligkeit. Ich bin tot. Diese blöden Feuerkast-Mistviecher da. Achtung! Kommt wieder. Das könnte einiges wert sein. Hä? Ach, da oben. Wow, 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 wow. Machst du den Magier bitte? Hast du schon, scheint's. Nee, hat der. Hat er selber. Hat sich selbst erledigt, das sind die Besten. Bin jetzt auch gerade mal total ruhig hier. Achtung, ich bin tot. Ja. Bin da. In der Mitte muss er irgendwo sein. Ach, ich bin da oben. Ach Mensch, ich hab mich wieder nicht gesehen. Raus. Ich falle gleich in Ohnmacht. Wir sind sehr angestrengt, man hört's. Ja, ich bin total. Tut uns auch leid, aber das ist gerade echt nicht ganz ohne. Nee. Mit Reden ist gerade nicht viel. Nee, das. Aua. Ich bin echt am Verhungern. Da oben der. Wo ist der Magier? Da unten. Komm wieder weg. Ah, nee, da war noch einer anscheinend. Geh wieder los. Oh. Da, gefunden. Was habe ich denn jetzt für ein Ausrufezeichen? Ich habe ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Wie lange? Okay, bist wieder da. Da bin ich, bin schon wieder da. Das ist wenigstens mal ein Endgegner. Ja. Bei anderen Spielen hat man es. Boah, ich bin. Ach, das hat mich ja jetzt total weggehauen. Achtung, Magier. Hey, willkommen zurück, Tor. Ich bin down. Ja, Moment. Ist okay. Vorsicht, pass auf die Elfen. Pass auf den Magier da vorne auf, da oben. Scheiße, aua. Boah. 7 Sekunden. Wo? Eins. Wieder da. Keine Sekunde zu spät. Tot. Achtung. Raus, raus, raus. Ich bin tot. 10 Sekunden.
2, 1, wieder da. Ich bin halb down. Also dieses Geist da vorne. Mehr Schätze. Aua, ich bin tot. Moment. 3, 2, 1, go. Magier. Ah, ich bin schon wieder in dieser Geisterform, ey. Ah, also, hallo. Ich hatte drei Explosionen. No. Huh? Ja, das geht doch. Sieg über Morak. Er ist down. Das war's schon. Ja, das war alles. Klar. Oh, jetzt kommt eine Abspann, oder wie? Schauen wir mal kurz. Der böse Hexer ist besiegt und die Menge tobt. Doch leider gibt es kein Publikum und keine Belohnung. Wie wird die Welt von der Macht und Tapferkeit Thors, des Champions der Abenteurer, erfahren? Ah, okay. Das war alles? Das war's. Das war alles, in der Tat, ja. Alter Finne. Es war anstrengend. Das war nochmal richtig anstrengend, auf jeden Fall. Aber war auch gut so. Denn, ja, auf jeden Fall war es gut so. Also einen herausfordernden Endkampf zu haben, ist auf jeden Fall immer wieder schön. Hat man viel zu selten. Ein bisschen mehr Abspann hätte sein dürfen. Für was man das Ganze jetzt eigentlich gemacht hat. Sprich, die ja. Schätze hätte ich jetzt eigentlich gerne noch bekommen. Nun ja. Schauen wir uns hier diese Liste an. Ich drücke einfach mal auf A, wie fortfahren. Und dann schauen wir mal, nichts was passiert. Dann passiert. Ah, doch. Level abgeschlossen. Ja. Okay, das gab viele Punkte. Ja, doch. Auf jeden Fall. Wie kann man denn da bitte 3800 Punkte machen? Huch, ja. Ja, vielleicht einfach nur, wenn man wirklich auf Punkte aus ist und die Portale immer macht und den gar nicht angreift, wenn er. Oder oh, halt auf höchstem Schwierigkeitsgrad. Gut, wir haben dafür jetzt 9 Minuten 30 gebraucht und rekordlich bei 7 Minuten 28. Na, gut. Sehen Sie mal. Das geht ja noch. Uiuiui. Goldverlust bei Tod im Tempel um 5% reduziert. Töte den Endgegner im Tempel. Ja, das bringt mir jetzt auch nicht mehr so viel. Lass 10-mal die große Krone fallen. Nun ja. Während der Krieger einen Wirbelangriff durchführt, ist er gegen Schaden immun. Das sind die Sachen, die man in der Tat schon weiß. Ja, das war Gauntlet. Mhm. War ein Gott cooles Let's Play. Gott sei Dank, in Anführungsstrichen, weil es war echt anstrengend zwischendurch. Ja, es aber war. Aber nein, es hat echt Spaß gemacht, muss man ja wirklich so sagen. Es war sehr funny. Muss ich sagen, ist ein kleines Nischen-Game, muss man ja auch wiederum sagen. Diese Arcade-Games sind ja jetzt nicht mehr ganz so, sag ich mal, populär. Aber für den alten Spieleklassiker, da haben sie eigentlich mal was ganz Gutes draus gebastelt. Was recht Spannendes. Kann man empfehlen. Auf jeden Fall. Also kann man auch immer wieder gerne machen, so für auf, ich sag mal jetzt mal LAN-Partys in Anführungsstrichen. Wenn man mit mehreren Kollegen zusammensitzt oder so und alle das haben, ist das bestimmt geil, wenn man da zu viert ja. zockt. Ja, je mehr, desto. Ne? Also mir zu zweit ja. war schon spaßiger. Ich kann mir das mit 4 Leuten dann nochmal um Vielfaches noch lustiger vorstellen, wenn man sich da dann gegenseitig wieder das Futter wegknapft. Oh wei. Aber mit 4 Mann, ich glaube, da kommt doch 4 Mal die Mobs, oder? Ich schätze mal, dann haben die mehr Leben oder mehr Mobs oder was auch immer. Das müssten wir dann mal rausfinden. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal mit mehr Leuten, wenn wir mal Spaß haben. Vielleicht auch nochmal einen höheren Schwierigkeitsgrad. Derweil soll es das aber mal gewesen sein. Einmal durch im normalen Schwierigkeitsgrad war hart genug. Ja, ich möchte nicht wissen, wie das auf unfair ist. Vielleicht werden wir es mal anzocken. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr es mal sehen wollt. Sprich, wenn ihr uns ausreichend nötigt, werden wir uns vielleicht die Blöße mal geben, auf unfair zu spielen. Unfair hieß das, ja. Ich habe gerade überlegt, wie hieß es, der höchste Schwierigkeitsgrad. Ich meine unfair. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meinte unfair. Dann spielen wir es mal auf unfair und dann könnt ihr uns mal so richtig ablosen sehen. Wie gesagt, richtig auslachen. Ja, das sowieso. Haut's in die Kommentare rein.
wenn es euch gefallen hat. Insgesamt würde mich natürlich interessieren, was ihr vom Spiel haltet. Und dann, wie gesagt, soll es das hier erstmal gewesen sein. Wir sehen uns dann bei einem neuen Game im Dezember, wird es dann, denke ich, ungefähr. Also Anfang Dezember. Jetzt haben wir ja schon 30. November. Das heißt, so lange sollte es hoffentlich nicht mehr dauern. Wir hoffen es inständig, dass es nicht mehr so lange dauert. Was es ist, verraten wir jetzt noch nicht. Aber da kommt was. Und Sunny wird wahrscheinlich auch wieder am Start sein. Dazu noch ein dritter Kollege. Es wird also ein Multiplayer-Projekt. Und das werden wir ein bisschen größer auch aufziehen. Ich hoffe, das geht jetzt Anfang, Mitte Dezember spätestens dann los. Und bis dahin sind es dann erstmal nur in Anführungszeichen 4 Games auf meinem Kanal. Denn das 5. ist soeben zu Ende gegangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Habt genauso viel gelacht wie wir. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.